Ja, das wollen wir einordnen mit unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner, uns aus Moskau zugeschaltet. Christoph, schönen guten Morgen. Der einseitige Stopp des Getreideabkommens durch Russland, der ist da, aber es sind offenbar erneut Frachter aus ukrainischen Häfen ausgelaufen. Wie ernst muss man denn die Drohung Russlands nehmen, solche Frachter wirklich auch als Ziele zu betrachten? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Wladimir Putin unmittelbar dazu übergehen wird, die Frachter, die ukrainische Häfen verlassen, abzuschießen oder zu attackieren. Aber das kann in Zukunft durchaus passieren. Im Augenblick ist es so, dass die russischen Streitkräfte ukrainische Schwarzmeerhäfen angreifen, versuchen auch dort die Infrastruktur, auch die Getreideinfrastruktur zu zerstören. Aber bisher ist das noch nicht mehr. Und was wir auch bemerkenswert finden, ist, dass der wohl wichtigste Getreidehafen der Ukraine bei Odessa Juzhne wohl noch nicht angegriffen wurde. Das berichtet Juri Padalyaka, einer der wichtigsten pro-russischen Blogger hier. Insgesamt, wie ich gesagt habe, ist die Lage sicherlich ernst. Meine Vermutung ist, dass Wladimir Putin gerade mit der Brechstange arbeitet. Er versucht, seine Forderungen mit Gewalt durchzusetzen und kündigt an, das hat er gestern getan, öffentlich, zu diesem Getreideabkommen zurückkommen zu können, wenn dann endlich, so der russische Präsident, alle russischen Forderungen umgesetzt werden. Zum Beispiel will Putin, dass eine russische Agrarbank wieder an das SWIFT-System angeschlossen wird, an das internationale Bankenkommunikationssystem. Er will, dass die russischen Düngemittel- und Lebensmittelexporte leichter funktionieren. Das heißt, dass die Exporte, die aus Russland erfolgen, tatsächlich auch ungehindert umgesetzt werden können. Und Putin hat auch des Öfteren schon verlangt, dass diese Ammoniak-Pipeline aus dem russischen Taljati ins ukrainische Odessa wieder aufgemacht wird. Das ist auch eine sehr relevante Geschichte für Russland, weil das viel Geld bringt. Ammoniak ist ein wichtiger Bestandteil für Düngemittelproduktion. Also wenn das alles passiert, dann kann ich mir vorstellen, dass Wladimir Putin zu diesem Getreideabkommen zurückkommt, das Ganze reanimiert wird. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.